Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Battlefield Heroes auf der Map Coastal Clash. Sind wir jetzt unterwegs mit dem Sniper, ist aber diesmal nachkommentiert, weil es einfach mal wieder viel zu erzählen gibt. Und sag mal so, ich hatte auch mal wieder mega Lust, einfach mal so drauf loszuzocken. Dann habe ich so ein paar Runden gespielt und das ist jetzt hier eine wirklich, muss sagen, wirklich sehr schöne Runde aus dem Grund, weil es ist jetzt nicht so eine normale, komplett ausgeglichene Runde, sondern, also in dem Video könnt ihr sehen, wie man als Sniper also noch das Beste draus machen kann, wenn man gespawn-raped wird. Also das wird jetzt auch zum Schluss ein Spawn-Rapen von den Nationals, aber also es ist echt kompliziert. Ich versuche die Dinge so hart, ja, also immer zu überleben, immer mal wieder einen Assist oder einen Kill abzustauben und ja, das sieht eigentlich ganz entspannt noch zum Schluss aus und ja. Und jetzt mal zum Reden. Ich habe jetzt Sommerferien. Ja, ist das geil. Ich habe heute mein Zeugnis bekommen. Und ich kann euch ja mal ein paar, wartet, hier ist das Zeugnis. Ich kann euch jetzt einfach mal so sagen, wie ich so in der Schule bin. Also, ich krieg zwar Notenpunkte, aber ich rechne euch das jetzt einfach mal um. Deutsch 3, Mathe 3, Kunst 3, Geografie 3. Also Kunst ist das Ding, ich kann eigentlich jetzt wirklich eigentlich ziemlich gut malen. Aufs Malen kriege ich immer eine 1 jetzt, wirklich ziemlich gute Noten. Aber wenn wir dann mal einen Test schreiben oder so, kriege ich eine 5 und dann macht das insgesamt eine 3. Und dann klappt das auch schon wieder. Also eine 3 ist so mein, also so die Grenze. Ich wollte eigentlich bessere Noten schreiben, aber also eine 3 reicht mir meist trotzdem. Geografie habe ich auch eine 3. In den Ethikunterricht, da hat sie mir, also wir hatten an einem Tag nämlich in Physik Klassenarbeit geschrieben, ja. Und also da war ich halt mega auf Physik vorbereitet, habe die auch geschrieben. Und die Stunde danach, ja, da haut sie einfach mal so einen Ethiktest rein, wenn dein Kopf total leer ist und so. Und ich war so prastig, dass ich habe mir überhaupt keine Mühe gegeben. Ich habe die Aufgaben einfach nur richtig stinkig beantwortet, wirklich nur kurz. Und da habe ich dann eine 0,1 auf den Test bekommen. Also das ist noch eine 5-. Aber die Note, die war aber auch gerechtfertigt, also von dem, was auf meinem Test stand. Wobei man sagen muss, dass es ziemlich unfair war, an dem Tag, wo wir eine Klassenarbeit schreiben, noch einen Test rauszuhauen. Ja, wie geht's weiter? Und das hat mich halt runtergezogen. Deswegen habe ich in Ethik eine 4 auf dem Zeugnis und nicht meine normale Standard 3. In Sport habe ich eine 1. Also ich muss sagen, diese 1, das war ein Geschenk. Weil wir haben jetzt in der 11. und 12. Klasse, sind immer so Sportkurse. Da kannst du dir aussuchen, ob du jetzt ja, Leichtathletik machst oder Tennis spielst, Badminton oder Volleyball. Und ich hatte Tennis und ich war mit 2 Jungs, die jetzt beide nicht so die sportlichsten waren, und 20 weiteren Mädchen in einem Kurs. Und die haben nicht so viel jetzt direkt geschissen bekommen. Natürlich waren da ein, zwei Leute dabei, die es hinbekommen haben, gegen Ball zu schlagen, aber also, diese Eins in Sport, das ist einfach ein totales Geschenk gewesen. Da hätte jeder normale Junge eine 1 schaffen können. Das war nur nicht so schwer. So, in Englisch habe ich eine 4 geschafft, also sagen wir, keine Unterbewertung, weil es gibt ja 15 Notenpunkte und sobald man unter 5 Notenpunkte fällt. Guck mal hier, war ein Bug, das sieht mega geil aus. Das wird doch das Thumbnail vom Video. Ja, Mann, das war geil. Das hat mich aber übelst irritiert beim Spielen und deswegen bin ich, glaube ich, wahrscheinlich jetzt an der Stelle auch noch gestorben. Ich wollte nämlich nicht mehr rauszoomen, damit ich nämlich jetzt nicht wieder verwirrt werde, weil das war das Problem. Nein, okay, gut, zurück zu meinen Noten. Eine Unterbewertung ist, wenn man unter 0,5 Notenpunkte fällt. 0,5 ist eine 4. Wenn du 0,4 schreibst, ist es schon eine 4-. Und eine 4- reicht nicht. Und letztes Jahr hatte ich eine 0,4 in Englisch. Und dieses Jahr habe ich eine 0,6 geschafft. Das ist eine 4+. Also da habe ich mich mega verbessert, weil Englisch ist das, was ich eigentlich nicht kann. Weil da habe ich immer gepennt und dann haben mir die Grundlagen gefehlt und das hat dann einfach alles nicht mehr so richtig geklappt. Ja, Biologie eine 3, Chemie eine 3 und Physik eine 3. Und jetzt kommt's. Geschichte eine 5. Das ist einfach, das sticht so richtig heraus, ja. Ich bin auch so mega sprachlos, weil, ganz ehrlich, man muss schon ein richtiger Idiot sein, um Geschichte eine 5 zu kriegen, aus dem Grund, weil es ist eigentlich ist es nur billiges Auswendiglernen. Und wenn du da so eine Problemerörterung schreiben musst, damit ein bisschen Zahlen nennen, das ist nur nicht so das Schwerste. Aber ich hatte euch das Problem ja schon mal gesagt, ich hatte ja zum Beispiel meine Geschichtsklassenarbeit geschrieben. Das hatte ich euch, ich erzähle jetzt trotzdem nochmal ganz kurz. Und zwar habe ich dann halt alles aufgeschrieben, was gefragt war. Ich hatte so viel dafür gelernt. Ich nehme die jetzt mal ganz kurz mal wieder. Und dann stehen jetzt zum Beispiel so Dinge drin wie bla 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 bla. Und die Unabhängigkeit Amerikas wurde 1782 bis 83 anerkannt.
Punkt. Somit waren sie gezwungen, eine eigene Verfassung zu schreiben. Dann hat sie das Sie unterstrichen bei somit waren sie gezwungen und hat daneben gefragt, also geschrieben, wer, wen meinst du, wenn im Satz davor Amerika steht? Und das durchzieht meine ganze Klassenarbeit und ganz ehrlich, das kann diese Klassenarbeit, ja, die habe ich also einer guten Schülerin aus meiner Klasse auch gezeigt und da meinte sie, diese Klassenarbeit ist niemals eine Unterbewertung, weil ich habe die Fragen wirklich ziemlich genau beantwortet, auch ordentlich und es ist einfach unfair. Leute, ich bin der Meinung, natürlich gibt es jetzt so Fächer wie Mathe, wo ich jetzt 0,7 stehe, also eine 3-, wo es echt besser sein hätte können, wo es jetzt nicht am Lehrer liegt, wo es jetzt einfach vielleicht nur ein bisschen Lernen oder Fleiß ist, aber manchmal ist einfach der Lehrer schuld und das finde ich unfair an der Schule und an dem ganzen System. Und ja, das war jetzt auch schon wieder das Video, das war jetzt einfach nur ein bisschen über Schule gelabert und ich verabschiede mich jetzt von euch und ja, ich glaube, wir werden uns demnächst ein bisschen öfters sehen, weil ich ja jetzt Ferien habe und die ersten beiden Wochen der Ferien eigentlich relativ gut Freizeit. Ja, tschüss und bis zum nächsten Mal bei eurem Fireflash Gamer.